Ja, hallo Leute, willkommen zu einem Shopping-Video. Diesmal mit einem Special-Shopping-Video, denn ich bin gerade frisch von der Gamescom zurückgekommen. Ich war am Freitag da und habe natürlich für meine Sammlung auch ein paar Spiele gekauft. Gamescom-Zeit ist für mich auch Schnäppchenjagdzeit und ihr seht, ich habe reichlich zugeschlagen. In vorderster Reihe natürlich ein PS Vita Spiel. Ja, was ist das Besondere daran, außer dass es wirklich zu einem sehr guten Preis angeboten wurde? Bisher war ich mehrmals auf der Gamescom und noch nie habe ich ein PS Vita Schnäppchen machen können, weil die PS Vita einfach nicht so viel angeboten wurde, also die Spiele zur Gamescom, und diesmal endlich mal ein Schnäppchen. Und das Spiel ist Invincibles, das Bündnis. Ja, ein Monsterspiel, wo man die Viecher so, per Kamera dann erscheinen die vor einem und dann muss man halt kämpfen, denke ich mal, oder neue fangen, keine Ahnung. Ja, Invincibles, das Bündnis. Es gibt, glaube ich, mittlerweile wurde ein neuer Teil angekündigt. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber der Teil fehlte mir in meiner Sammlung. Jetzt habe ich den endlich auch. So, weiter geht's mit, ihr seht, alles PS3-Spiele, die ich euch jetzt gleich alle einzeln vorstellen möchte. So. Ja, als erstes haben wir hier das meistverkaufteste in den letzten Jahren, ich glaube, meistverkaufteste Spiel, GTA 5 oder Grand Theft Auto 5. Ja. Das Spiel hat mich, glaube ich, 25 Eier gekostet. Ist eigentlich ein gutes Schnäppchen. Ich meine, ist nicht so das Mega-Schnäppchen, aber ich denke, für das Spiel ist es ein guter Preis. Ja. Und es ist ein extrem cooles Spiel. So. Das ist GTA 5. Dann geht's weiter mit Need for Speed Rivals. Mit Bonusinhalt Ultimate Cup Pack für 15 Eier. Need for Speed hat dieses Jahr, war nicht auf der Gamescom vertreten, weil die einfach dieses Jahr kein Spiel rausbringen. Aber das aktuelle Need for Speed Rivals habe ich mir mal geschnappt und ich freue mich schon riesig drauf, weil ich liebe Racing-Spiele. Ja, Need for Speed Rivals. So, weiter geht's mit Assassin's Creed 4 Black Flag. Ein Spiel mit Piraten und Karibik. Und Assassin's Creed hat ja jetzt zwei Spiele angekündigt, die im Herbst rauskommen sollen. Einmal für die PS3 und die Xbox 360. Das heißt Rouge. Und das andere ist natürlich für die neuen Next-Gen-Konsolen. Unity. Das Spiel gibt es natürlich übrigens auch für die PS4 und Xbox One, genauso wie dieses Spiel. Und das Spiel soll ja jetzt auch für die Next Gen und PC rauskommen. So, Assassin's Creed Black Flag sieht sehr nice aus. Bin mal gespannt. So, weiter geht's mit vier Spielen in eins, also 4 in 1. Far Cry The Wild Expedition. Hier drauf sind einmal Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3 und Far Cry Blood Dragon. Ja, der erste Teil und der Blood Dragon, das sind digitale Versionen, die man sich downloaden muss. Und 2 und 3 sind dann auf Disc erhalten, denke ich. Ja, natürlich kenne ich alle schon. Also Far Cry 2 kenne ich. Gibt es ja auch für diverse Plattformen. Ist jetzt nicht so mein Ding, aber Far Cry 3 habe ich noch nie gezockt. Das sieht echt vielversprechend aus. Ist so ähnlich wie Far Cry 1, denke ich, so auf der Insel, ne? 2 war ja, ich glaube, in, ja, wo war das so? Ja, auf so einer Steppe, ne? Und das sieht mir sehr 80er-mäßig aus. Das Far Cry Blood Dragon. Ja. Und ich denke, das hat mich jetzt auch 15 Euro gekostet. Ich
denke, für 4 Spiele ist es ein Top-Preis. So, dann geht's weiter mit Dirt 3 in der Essential-Version. Ja, Dirt 3 für 10 Tacken. Da haben wir verschiedene Modes, zum Beispiel fordert man da Ken Block heraus in Gymkhana. Das sind, glaube ich, so Parkour-Rennen mit einem Rallye-Wagen. Und Rally is Back, der umfangreichste Rallye-Modus der Reihe, der Serie. Slipstream kann man spielen. Und da ich ein Rallye-Fan bin, wenn ihr mich kennt, also ich liebe Rallye-Spiele über Stock und Stein, um Schmutz im Dreck gegen die Zeit zu fahren, das macht für mich einfach sehr viel Spaß. Und ich habe den ersten Teil, der zweite fehlt mir noch, den müssen wir holen. Und das der Showdown ist, glaube ich, der letzte Teil. Ich hoffe, es kommt auch mal in Dirt 4 raus. Und dieses Spiel finde ich auch cool. Dirt 3. So. Dann habe ich mir Call of Duty Ghosts für die PS3 gekauft. Eigentlich wollte ich es für den PC haben, der zum gleichen Preis angeboten wurde eigentlich, aber das war schon ausverkauft, gab es keine mehr. Deshalb habe ich mir dann Call of Duty Ghosts für die PS3 gekrallt. Normalerweise bin ich bei den solchen Shootern, mag ich lieber den PC mit Maus und Tastatur, bin ich, also das ist für mich einfach einfacher, aber ja, vielleicht gewöhnt man sich dran. Dieses Spiel muss man dann mit Joystick zocken, mal gucken, wie das dann so ist auf der Playsee. Ja. Ja, viele sagen, dass der Mehrspieler-Modus nicht so der Burner sein soll oder so, aber ich habe bisher alle Call of Duty Teile gezockt und ich finde es eigentlich ganz cool, ja. So, dann Call of Duty Ghosts für die PlayStation 3. Ja, Leute, das war mein Shopping-Video.